Volksschule Grafenwörth im Bezirk Tulln jetzt sogar gefördert. Die Kinder werden dort in Zukunft mittels multimedialem Schulfernsehen on demand, also auf Abruf, unterrichtet. Die Lehrer können dabei von einem Server Filme herunterladen und direkt im Klassenzimmer einsetzen, also Schulfernsehen auf Knopfdruck. Unterricht multimedial. Den Kindern wird demonstriert, wie ein Saxophon klingt. Der Film kommt von einem zentralen Bildungsserver, der durch eine Glasfaseranbindung erreichbar ist. Von diesem Server können die Lehrer jederzeit Lehrfilme und Videosequenzen abrufen und im Unterricht einsetzen. Zu meiner Schulzeit hätte ich das gerne gehabt, wenn meine Lehrer die Möglichkeit gehabt hätten, aktuellen Content sofort in die Klasse zu bringen, sofort zu reagieren auf Entwicklungen, die sich rundherum um den Lerninhalt ergeben. Derzeit sind 20 Filme verfügbar. Die Erfahrungen in Grafenwörth sollen für einen Ausbau des Angebots genutzt werden. Was wir auch erfahren haben, dass es jetzt notwendig wird, nachzudenken, wo sind denn sozusagen die kindgerechten, die interessanten Unterrichtsmaterialien? Die Kinder kennen das Medium Fernsehen und haben Spaß am neuen Schul-TV. Musik? Und weil die von Lernen da nicht so oft redet. Die Kurzfilme, die sie selbst gemacht haben, die haben mir auch sehr gefallen. Bildungslandesrat Johann Heurer sieht das Klassenzimmer der Zukunft als modernen Wohlfühlraum. So, es ist, glaube ich, ganz entscheidend, in welchem Umfeld, in welcher Atmosphäre, in welcher Umgebung ein Kind in die Schule geht. Die neue Form des Schulfernsehens soll auch in anderen Schulen realisiert werden. Das ist aber nur dort möglich, wo eine Glasfaseranbindung besteht, also vor allem in Ballungsräumen. Einen genauen Zeit- und Finanzierungsplan gibt es dafür noch nicht.